Ich wurde schon mehrmals gebeten, doch etwas über Chlordioxid zu sagen, da ich mich mit diesem Chlordioxid recht gut auskenne, denn wir verwenden das schon seit mehreren, so ja, vielen Jahren schon. Und das meistens sehr erfolgreich. Im Netz könnt ihr auch verfolgen, da gibt es sehr kontroverse Diskussionen. Chlordioxid ja, Chlordioxid nein, manche reden von einem Wundermineral, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Und manche sagen, man könne mit Chlordioxid alles heilen, das ist genauso ein Schwachsinn. Also alles ein bisschen aus der Distanz betrachtet. In diese Diskussion, die da herrscht über Chlordioxid, will ich mich gar nicht einmischen, auf sowas will ich mich gar nicht einlassen. Also wenn jemand meint, er müsse jetzt irgendetwas Schlaues darüber sagen, über Chlordioxid, wie schlecht das doch ist. Und was es doch für eine, was weiß ich, für eine Bleiche sein soll, der kann es getrost stecken lassen. Gleich anfangs zur Information. Okay, erstmal Chlordioxid gibt es in verschiedenen Gebindegrößen und zwar eine Fertiglösung. Es gibt ja die Möglichkeit, auch Chlordioxid sich selber herzustellen, selber zu produzieren durch verschiedene Chemikalien. Ich gehe jetzt da mal nicht genauer drauf ein. Um mit Chemikalien und mit so teilweise ätzenden Chemikalien umzugehen, erfordert es ein bisschen Erfahrung. Kann ich also nicht jedem empfehlen und deswegen gebe ich hier die Informationen für fertig kaufbares Chlordioxid. Das gibt es einmal als Litergebinde, 1 Liter. Dann gibt es in 100 Milliliter Fläschchen. Da ist jetzt ein Sprühkopf drauf, der ist normal nicht drauf, da ist normalerweise auch so eine Kappe drauf. Es gibt es in 20 Milliliter Fläschchen und gibt es in 10 Milliliter Fläschchen. Das gibt es alles beim naturshop-xxl.de. Ich mache euch da auch einen Link unten rein in die Videobeschreibung. Da könnt ihr es euch selber mal anschauen. Nun, Chlordioxid. Wie gesagt, wird kontrovers diskutiert. Tatsache ist, dass Chlordioxid der beste und aktivste Viren- und Bakterienkiller ist, den wir weltweit kennen. Nicht mal Chlor, doch Chlor und Ozon, die kommen da auch ran, sind noch ein bisschen aggressiver, aber sind so aggressiv, dass sie unsere körpereigenen Zellen angreifen und deswegen sind die außen vor. Wer meint, er müsse sein Wasser mit Chlor desinfizieren, okay, auch gut. Jeder kann machen, was er will. Die Trinkwasserverordnung besagt, dass Chlordioxid im Trinkwasser bis zu 0,2 Milligramm je Liter sein darf. Also ein Rest an Chlordioxid darf drin sein, wenn vom Wassermeister her, also von der Wasserlieferstelle, von der Gemeindewasserlieferstelle, das Wasser aufbereitet ist, wenn das mit Chlordioxid verarbeitet wird. Manche Wassermeister arbeiten mit Chlordioxid, aber es ist ein bisschen teurer als Chlor, deswegen greifen doch einige auf Chlor zurück. Aber wie gesagt, Chlor ist halt eben Schädigungsfaktor Nummer 1 bei uns in den Körperzellen. Manche gehen auf das schonende Chlordioxid und wenn die Reinigung des Wassers für die Gemeinde abgeschlossen ist, dürfen noch 0,2 Milligramm Chlordioxid pro Liter im Trinkwasser drin sein. Also von dem her schon mal gleich ein Anzeichen dafür, dass Chlordioxid nicht so schädlich sein kann, wie es manche Leute behaupten. Ich gehe jetzt hier nicht auf innere Anwendung ein, auf gar keinen Fall. Das muss jeder für sich selber ausmachen. Ich meine sogar, das ist nicht erlaubt, jemandem die innere Anwendung zu empfehlen, müsste ich mich täuschen. Ich glaube, das ist sogar verboten, ja, sowas zu machen. Kriegt man Schwierigkeiten, weil die Pharma, ihr wisst ja, die Pharma. Okay, aber gehen wir doch ein bisschen drauf ein. Wir verwenden Chlordioxid natürlich im Haushalt, um jetzt gerade speziell Sachen zu desinfizieren. Zum Beispiel auch Wasserflaschen. Ich zeige euch da mal ein Beispiel. Unsere Wasserflaschen, die wir mit Osmosewasser füllen, die werden bei uns auch immer mit Chlordioxid behandelt und desinfiziert, keimfrei gemacht.
die Gummis alle noch desinfizieren und dann die Verschlüsse natürlich und die Flaschenhälse. Das kommt jeweils für 10 Sekunden etwa in dieses Restbad. Hier sieht man auch schön die Entwicklung vom Gas nach der Behandlung. Das ist jetzt die Flasche, die ich als erstes behandelt hatte. Hier ist noch der ganze Chlordioxidnebel drin. Und so geht es halt weiter. Und die kommen jetzt auch alle hinterher, so langsam. Und das wirkt natürlich nochmal wesentlich aggressiver, dieser Chlordioxidnebel. Selbst wenn noch irgendein Bakterium übrig geblieben sein sollte, durch das gasförmige Chlordioxid ist alles platt. Dann verwende ich persönlich jetzt, und meine Frau natürlich auch, unser Sohn auch, Chlordioxid zur Wundbehandlung. Also äußerlich wenden wir das an. Mir ist zum Beispiel auch schon mal passiert im Wald, dass ich mir den Daumen verletzt habe. Da zeige ich euch auch mal so ein Bild. Einmal die Daumenverletzung. Gut, ist natürlich da schon jetzt ein bisschen abgeheilt, die Daumenverletzung. Man sieht es, wo es ganz frisch war, da habe ich gar nicht dran gedacht, das aufzunehmen. Und danach, da habe ich einfach Chlordioxid, ich war im Wald, habe ich Chlordioxid drauf gemacht und habe dann einfach ein Pflaster drüber geklebt. Sieht nicht so schön aus, aber hat geholfen. Und nach einer gewissen Zeit ist dann die Wunde richtig schön verheilt. Und was man jetzt noch sieht, ist das hier, das ist das noch übrig. Also mehr sieht man da nicht. Und es wurde nur mit Chlordioxid behandelt. Nichts anderes ist daran gekommen. Keine Mund- und Heilsalbe, kein Antibiotika oder sonst irgendwas. Es war nur rein Chlordioxid. Hab mich auch schon an der Hand verletzt. An welcher Hand? Ah, hier war das, ja. Man sieht es auf den Bildern, ich zeige es mal schnell. Auch eine Verletzung, eine punktuelle Verletzung. Hier ist jetzt das übrig, nämlich gar nichts mehr, da sieht man gar nichts. Einfach, ich habe es einfach gleich eingesprüht mit Chlordioxid, dann hält es natürlich ganz wunderbar ab. Jetzt habe ich mich erst, ich bin halt nun mal so, dass ich was tue, ziemlich was mache und dann, wenn man was tut, dann geschehen auch Dinge. Klar, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ich habe mir letzte Nacht das Bein ordentlich angesemmelt. Und so im Dunkeln sieht man es natürlich gar nicht. Erstmal, das tut nur einfach höllisch weh. Ich bin an so ein Metallteil rangeknallt im Schienbein. Tut erstmal höllisch weh. Oh, und dann zu Hause und so. Und heute Morgen habe ich dann gesehen, wups, ist ja doch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Zeige ich euch. Wenn ich mir das Bein mal wieder so richtig angesemmelt habe. Chlordioxid drauf. Und gut ist. Und wo ich es auch sehr, sehr erfolgreich anwende, oder wo wir es anwenden, erfolgreich, das ist zum Beispiel bei Herpes. Wenn sich mal wieder Herpes anmeldet, dann ist es für mich zum Beispiel ganz wichtig, sehr, sehr früh anzusetzen. Also schon hier, wenn hier so eine leichte Rötung zu sehen ist, dann wird sofort Chlordioxid draufgesprüht und dann kommt es bei mir erst gar nicht zum Ausbruch. Herpes ist was etwa 80% aller Mitteleuropäer haben. Puh, da macht man sich so in der Jugend keine Gedanken darüber, wenn die Flasche rumgeht, von Mund zu Mund, dass man sich von einem anderen irgendwas holen könnte. Oder auch bei Lippenkontakt mit einem anderen Geschlecht. Das sind einfach so Dinge, die liegen drin. Und dann mache ich Chlordioxid drauf und es kommt erst gar nicht zum Ausbruch. Es bleibt in diesem Zustand, geht dann wieder zurück. Chlordioxid ist meiner Meinung nach die aller wirksamste Waffe gegen Herpesviren. Und so sieht es jetzt am nächsten Tag aus. Kein Ausbruch. Gleich wieder ein bisschen einsprühen. Und das mache ich so 2-3 Mal am Tag. Deswegen steht bei uns im Bad immer so eine Pulle. Die wird ständig gebraucht, also geht nicht sehr lange. Ja, gut, einen Liter braucht er schon lang. Wir nehmen es auch als Mundspülung zum Beispiel. Ja. Und wichtig ist bei diesen Flaschen, und deswegen sieht das überall, dass Chlordioxid in Braunglasflaschen aufbewahrt wird.
weil nur braunes Glas ist in der Lage, das Zersetzen des Chlordioxids zu verhindern. Sonst wird Chlordioxid zu giftigen Stoffen umgesetzt. Manche Leute haben das ja Chlordioxid in Klarglasflaschen oder sogar in blauen Flaschen. Nicht sehr zielführend, also nicht sehr gut, sollte man nicht machen, auf keinen Fall. Man kann es mal kurzfristig, wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, auf eine Tour gehe oder so, und ich möchte nicht eine Glasflasche mitnehmen, dann fülle ich mir ein bisschen hier in so ein Fläschchen ab, das ist ein Pumpfläschchen, das hat 12 Milliliter, sollte nicht so schnell reden, hat 12 Milliliter und reicht also locker, wenn man ein paar Tage unterwegs ist. Hier sollte keine Sonne drauf scheinen, also kein UV-Licht drauf fallen, dadurch den weißen Kunststoff, das schädliche, das für das Chlordioxid schädliche UV-Licht, die UV-Wellen, dieser Wellenbereich, nicht ausgefiltert wird. Aus dem Grund würde sich das Chlordioxid zersetzen hier drin. Man kann es natürlich auch verhindern, zum einen, indem man es in der Tasche trägt, oder zum anderen, indem man irgendwas rumwickelt und es dann so benutzt. Das ist die einzige Einschränkung, wenn man so ein Ding mitnehmen möchte. Das Chlordioxid wird sich bei diesem, das ist ein Kunststoff, bei dem Kunststofffläschchen etwas bemerkbar machen. Man sieht dann im oberen Bereich ein bisschen so einen gelben Rand, so einen gelblichen. Das ist das Chlordioxid, weil Kunststoff ist nicht so dicht, dass Chlordioxid jetzt komplett rausgehalten wird. In meinen Erste-Hilfe-Ausrüstungen habe ich auch solche kleinen Fläschchen. Das hier ist ein Survival-Kit und das habe ich im Erste-Hilfe-Kit, im Krisen-Erste-Hilfe-Kit und in meinem IFAK. Für zivile Zeiten habe ich auch ein 10 Milliliter Fläschchen Chlordioxid drin. Was ich gerade vorhin schon kurz angesprochen habe, mit Wasser, Gemeindewasser und so weiter, mit Desinfektion, ist für den Prepper natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Denn Trinkwasser kann sehr gut oder Wasser kann sehr gut desinfiziert werden mit Chlordioxid. Allerdings kein Schmutzwasser. In Schmutzwasser sind so viele Bakterien enthalten, dass auch das Chlordioxid recht schnell abreagiert ist. Also nicht mehr wirken kann. Aus dem Grund muss das Wasser natürlich sowieso, wenn es schmutzig ist, erstmal sauber gefiltert werden. Also optisch reines Wasser, anders geht es nicht. Aber es mit allen anderen Mitteln genauso. Dieses Wasser darf, wie gesagt, laut Trinkwasserverordnung einen Gehalt von 0,2 Milligramm Chlordioxid haben. Diese Mischungen alle, egal in welcher Konfiguration, egal in welcher Zusammenstellung, haben alle 1200 Milligramm Chlordioxid auf 1 Liter Flüssigkeit. Wir haben also hier in dieser Flasche, da das 1 Liter ist, haben wir 1200 Milligramm Chlordioxid. Hier drin ist die gleiche Mischung, aber ein Zehntel nur, das sind 100 Milliliter, haben wir noch 120 Milligramm Chlordioxid. Dann ist die 20 Milliliter Flasche, die kann das selber ausrechnen, die 10 Milliliter Flasche ist noch kleiner, logischerweise, aber die gleiche Mischung. Das heißt, hier habe ich noch 12 Milligramm Chlordioxid, reines Chlordioxid drin. Aber egal von welchem dieser Gebinde ich nehme, pro Milliliter ist die gleiche Menge Chlordioxid drin, nämlich 1,2 Milligramm. Aber jetzt, wie rechne ich einen Milliliter um? Wie kriege ich einen Milliliter raus aus diesen Gebinden? Ich habe natürlich die Möglichkeit zu sagen, gut, ich gehe vom Pauschalansatz aus. Man sagt in der Regel, ein Milliliter Flüssigkeit sind je nach Dosiereinheit, je nachdem, was für eine Dosiereinheit das ist, diese Tropfeinsätze, je nachdem, was für eine Dosiereinheit ist ein Tropfen im Durchschnitt 20, also ein Milliliter im Durchschnitt 20, 25 Tropfen etwa. Wenn man 20 Tropfen rechnet, ist man auf einem recht guten Weg. Aber das ist eben einfach nur eine Vermutung, weil je nach Tropfer ist die Tropfenmenge anders, sind es größere oder kleinere Tropfen. Aus dem Grund macht es schon Sinn, dass man es mal ausmisst, dass man es mal ausprobiert. Ich würde hierbei empfehlen, eine 5 Milliliter Einmalspritze zu nehmen. Man kann auch eine 20 Milliliter Einmalspritze nehmen, aber da ist der 1 Milliliter Strich ganz hier unten. Der ist so schlecht zu dosieren. Ich habe ja Schmutz. Ich war draußen. Schmutziger Fingernagel. Toll. Das kommt jetzt gut im Video. Schmutzige Fingernägel. Macht nichts.
bei dieser 5 Milliliter Spritze sieht man, dass die 1 Milliliter Dosierung ist doch schon eine ganze Menge. Sieht man es jetzt besser? So, ja. 1 Milliliter ist hier und ist eine ganze Menge. Das kann ich also viel besser sehen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder, also man muss unten zuhalten natürlich, entweder man tropft es aus dem Fläschchen hier rein, aber es ist nicht so einfach, weil gerade am Anfang, ah, jetzt haben wir einen Tropfen, 1, 2, 3, 4, 5, das ist mir zu langweilig. Ich mache das mal ins Wasser rein. Oder aber, ich mache mal diese Dosiereinheit weg, nehme eine Pipette, und dosiere mit Pipette. Jetzt mache ich das mal hier rein. Mal schauen, dass man es so sieht. Da ein Milliliter, sieht man die Bezeichnung. Muss ich aufpassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt haben wir erst so viel drin. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, noch nicht ganz, 16, 17, ja, jetzt haben wir Milliliter. Komm, sieht man es? So sieht man es jetzt, ja. Jetzt ein Milliliter. So, und diesen Milliliter, ich habe die anderen 5 Milliliter auch schon reingegeben. Diesen Milliliter lasse ich jetzt reinfließen. Jetzt weiß ich, ich brauche 16 Tropfen aus der Pipette, um 1 Milliliter zu generieren. So, 1 Milliliter sind 1,2 Milligramm Chlordioxid. Braucht nicht so sein, wir brauchen nur 0,2 Milligramm Chlordioxid in einem Liter Wasser optisch rein. Das heißt also, ich habe 16 Tropfen, ist 1 Milliliter. Ich brauche nur ein Sechstel davon. Na, 16 durch 6. Das sind 2,6, also ach, sagen wir mal 3. 3 Tropfen aus diesem aus dieser Dosierpipette brauche ich für einen Liter Wasser, um den reinzumachen, von Bakterien zu reinigen. Natürlich muss dann das Chlordioxid hier drin erstmal noch 2, 3, 4 Stunden Zeit haben zu wirken, durch das Wasser sich durchzukämpfen, durchzuarbeiten. Aber selbst wenn man es ein bisschen überdosiert, ich mache jetzt zum Beispiel nochmal was rein und noch mehr. Also diese Geringdosierung kann sein, muss aber nicht. Das habe ich sehr viel rumdosiert. Nochmal ein bisschen rühren. Und es hat mit Mut nichts zu tun, sondern mit Wissen und mit Erfahrung. Man kann es trotzdem trinken. Man schmeckt nichts, aber auch gar nichts davon. Aber zu den Wirkungen von Chlordioxid könnt ihr euch selber noch ein Bild machen, wenn ihr ein bisschen googelt. Da will ich jetzt mal nicht näher drauf eingehen. Ich wollte an sich hauptsächlich erklären, wo man es herbekommt, in welchen Dosierungen, also in welchen Mengeneinheiten, dass man es herbekommt und wie es umgerechnet wird, weil es wird immer wieder gefragt, ja, wie mache ich denn das mit dem Chlordioxid, wie viel muss ich denn da reintun? Man sieht also, dass man hier mit dieser, mit so einer Flasche, jede Menge Wasser desinfizieren kann. Jetzt haben wir gelernt, pro Milliliter können wir, sagen wir mal 5 Liter. Pro Milliliter
Chlordioxid kann man 5 Liter Trinkwasser desinfizieren und haltbar machen. Und hier sind 1000 Milliliter drin. Hält eine Weile. Selbst wenn ich jetzt die Dosierung verdopple, hält es immer noch eine Weile. Ich kann da immer noch ein paar Liter desinfizieren und bin auf der sicheren Seite. Aber macht euch selber ein Bild. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, zur Dosierung so eine Pipette mit dazu zu nehmen, weil die ganze Dosiererei mit diesem Tropfeinsatz, das ist nichts. Und warum ich auf meiner 100 ml Flasche eine Sprühdosierung habe, ist ganz einfach, ich verwende es als Deo und zwar täglich. Unter den Armen, Geruch, was macht man dagegen? Viele Leute gehen hin und schmieren sich da die tollsten Chemikalien und die grauslichsten Sachen unter die Achseln. Ich gehe einfach hin und sprühe mir ein bisschen Chlordioxid nach dem Duschen runter. Ich bin ja bekennender täglich Duscher und dann ist die Sache erledigt. Wenn noch Fragen zum Chlordioxid sein sollten, können das Sie gern stellen in den Kommentaren. Aber Diskussionen, ob Chlordioxid sinnvoll oder nicht sinnvoll oder was weiß ich sonst irgendwas ist, die können wir uns sparen. Das ist nicht notwendig. Die können da anderswo austragen, diese Schlachten, ob gut oder böse. Ich habe euch jetzt gesagt, wie ich es verwende, für was ich es verwende, wie ich es anwende und wie man es dosieren kann. Und woher man es bekommt. Macht was draus. Oder auch nicht. Wir sehen uns.